Die öffentliche Selbstdarstellung ist kein Phänomen der Neuzeit. Schon die alten Römer wussten sich zu präsentieren. Das zeigt auch die Igeler Säule, ein Grabmal, das seit 30 Jahren zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Status-Updates mal anders. Tiefstapeln war ganz sicher nicht im Sinne der Familie der Sekundinier. Wie wohlhabend die Tuchhändler waren, das durfte gerne jeder wissen. In Stein gehauener Ausdruck dieser Zeigefreude ist die Igeler Säule. Die Familie ließ sie im Jahr 250 nach Christus als Grabdenkmal errichten. Mit einer Höhe von 23 Metern gilt sie als das höchste römische Grabdenkmal nördlich der Alpen. Und sie steht noch an ihrem Originalstandort, mitten in Igel, einem Ort etwa 9 Kilometer südwestlich von Trier. Heute, wie schon zu Zeiten ihrer Erbauung, führt eine vielbefahrene Straße an dem Monument vorbei. Der Standort war sicher nicht zufällig gewählt. Die Straße entlang des Moselufers war schon in römischen Zeiten sehr verkehrsreich. Wer etwa aus Richtung Metz nach Trier wollte, der kam am heutigen Igel vorbei. Das bedeutete viel Publikumsverkehr. Der Standort und die detailreiche Gestaltung mit vielen Bildern aus dem Leben der Familie sind wohl der Grund, dass einige Forscher die Säule mit einem sozialen Medium vergleichen. Waren die Römer ihrer Zeit also voraus? Das Grabdenkmal als frühe Facebook-Seite oder gar ein antiker Instagram-Account?